Hallo und willkommen zurück aus der Sommerpause. Das ist jetzt der erste Vlog, der wieder aktuell wird, ne? Nee, der wird ja wahrscheinlich viel später rauskommen. Hallo und herzlich willkommen zurück mitten in Maurits Vlog-Alltag. Wie geht's euch da draußen? Uns geht's gut. Nur ist es ein bisschen warm hier. Ja, dieser Vlog entstand noch im Sommer. Genau. Kennt ihr das von so Serien, wenn man irgendwie so den Hauptcharakter von einer Serie plötzlich in einer anderen Serie hat? Man hat so ein geiles Crossover, man freut sich voll, Leute zu sehen, die eigentlich so recurring immer wieder vorkommen. So fühle ich mich immer mit Mirko. Hallo! Hi, da sind wir wieder. Ja, heute im Kupfersaal-Studio in Köln. Hier wollte ich schon immer mal drehen irgendwie und jetzt habe ich die passende Band gefunden, und zwar Obscura. Wir haben gestern schon ein bisschen Story gedreht, heute zwei Performances direkt mit zwei verschiedenen Settings. Marius als Lichtmeister hier am Start und ich glaube, das wird schön ambient moody. Freue mich drauf. Profi. Denn? Ich weine. Oh. Komplettes Berufsverbot. Sehr schön. So, warum muss ich mich hier eigentlich wieder hinhocken? Warte mal. Wir sind hier heute also mal wieder für Mirko Witzki am Start als Beleuchter für ein Musikvideo, für zwei Musikvideos sogar, die wir heute hier drehen. Zwei verschiedene Setups. Und dabei gibt es beim ersten Video zwei Sachen. Mirko möchte einmal so Rundumfahrten mit dem Gimbal machen und damit wir da jetzt irgendwie noch ein bisschen was zugeben können, haben wir wieder mal unsere Amaran F21X auf Stativ. Deswegen haben wir wieder mal unsere F21X auf ein Stativ gepackt und quasi als mobile Lampe mit einem V-Mount benutzt. Und das ist halt ganz geil, wenn man immer so ein bisschen so eine Art Key im Gesicht hat und nie irgendwie abkackt. Ich versuche immer so in so einer Art knapp über 90 Grad Winkel zu bleiben zur Kamera, dass es nie irgendwie frontal flach ist. Ist nicht immer so leicht, sau anstrengend, der Song ist relativ lang, aber das Ergebnis ist geil. Das ist ein reines Performance-Video, wo es nicht um Lichtlogik geht. Auf Lichtlogik wurde hier komplett verzichtet. Wir haben hier eine 300D, Mirkus 300D, ja. Mit einem Spotlight-Mount und einem Gobo von einem Kirchenfenster drin, das ist das hier in der Mitte. Und von den anderen Seiten, da wo auch das Tageslicht tatsächlich reinkommt, haben wir eine 600D und eine 600X mit einem F10 Fresnel-Mount dahinter gesetzt, um hier eben auch noch am Boden so ein bisschen Light-Leaks zu haben. Wie gesagt, mit Logik hat das wenig zu tun, aber es sieht schön aus, vor allem in der Bewegung, die der liebe Mirko macht. Marius, ich muss mal kurz dazwischen steigen. Wenn du sagst, das hat mit Logik wenig zu tun, dann hast du nicht vernünftig nachgedacht. Du musst einfach das Ganze mal von außen betrachten, ja? Das Universum einfach mal ein bisschen umdrehen und dich da reinfühlen, das Ganze. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, ich hab's. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist einfach, es lebt davon, dass es schön ist. Das muss man auch nochmal dazu betonen, ne? Diese schönen Lichtspots, die dann durch dieses dunkle, hölzerne, erdige hier immer wieder im Kontrast stehen, das ist einfach schön. Ich weiß nicht genau, was der Mirko mir mit seiner Handgeste da sagen will. Ich zähle gerade die Burger, ich habe fünf Burger. Wir versuchen gerade einen Raum abzudunkeln mit Molton.
Und weil wir ein bisschen Probleme haben, den Molton zu befestigen, müssen wir ein bisschen rumprobieren. Und ja, so ist es. Man muss sagen, das Problem liegt darin, dass das hier denkmalgeschützt ist und wir jetzt nicht einfach hier alles zugaffern können. Das wäre nämlich natürlich sonst the way to go. Wir müssen diesen Bühnenbereich hinter mir dunkel bekommen. Das sieht schon sehr dunkel aus, aber nur weil ich gerade sehr hell bin. Das Problem ist, wir haben hier drei Fenster, die eben alle kein durch diesen Halbkreis da oben nichts haben, wo man es befestigen kann. Die Gardinenstange ist hier vorne. Und jetzt gehen wir hier über die hohen Vorhänge und packen da mal irgendwie Molton drüber, weil die vorhandenen Vorhänge sind ein bisschen durchlässig. Das ist der Plan. Zwei weitere Licht-Setups heute. Einmal gehen wir mit einer 600X und einer 600D hier durch diese Fensterfront hinten. Und davor stehen / sitzen dann die Musiker in Einzelsettings. Und diese Lampen hier werden von den anderen Musikern dann wild hin und her geschwenkt. Das gibt dann ganz coole Effekte vorne. Das machen die Musiker deswegen, weil Lisa und ich in der Zeit schon ein drittes Setup auf der Bühne aufbauen. Puh. Ziemlich simpel, funktioniert aber richtig geil, weil dieses ganze Setting hier in diesem altmodischen Stil super schön ist, schön silhouettig. Dazu, wenn man diese ganzen Suchscheinwerfer sehr dynamisch passen zu dem zweiten Setup, was wir vorne auf der Bühne aufbauen. Da werden wir gleich mit ganz vielen Tubes arbeiten, sehr modern, sehr viel dynamisches Licht, passend zum Song, der auch richtig gut abgeht. Also zwei schöne Setups für einen zweiten Song. Profi, Alter. Nicht nur bauen, sondern das so silhouettig machen. So sieht das aus, wenn ich Marius als Ausbilder Fragen stelle und er zwischendrin einfach anfängt zu vloggen. Passiert nie. Ich habe an deinem Gesicht geschaut, wie das Licht wirkt. Du kannst mir deine Frage jetzt aber gerne stellen. Für das letzte Licht-Setup kam der Mirko auf mich zu und sagte, Marius, das, was du bei Venues letztes Mal gemacht hast, das war so geil. Genau so bitte nochmal. Schade, ich dachte, er kommt jetzt mit und disst irgendwas zurück. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ziemlich viel Tube-Action am Start. Viel Blitzen und Pixel-Effekte und alles drumherum. Ist geil. Ich feiere sowas. Ich habe noch versucht, dem Mirko ein bisschen Farbe aufzudrücken, aber das wollte er nicht. Nein, ich bin so ein farbloser Mensch. Bei mir muss alles schwarz-weiß sein. ich habe mich passend dazu gekleidet, auf jeden Fall. Jo. Bist du happy, Mirko? Doch. Nicht mit mir, generell einfach mit dem Tag. Nein, ich bin sehr happy. Ich bin doch sehr positiv überrascht, was wir alles an verschiedenen Setups in einen Tag gepresst haben. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich mit dem Abbau eine Überstunde, aber trotzdem, wir haben vier verschiedene Settings durchgeknallt. Sogar fünf mit dem Akustikding. Ja, das ist schon echt eine Nummer, oder? Die Akustikdinger hat jetzt keiner hier gesehen, weil das ist passiert, während wir irgendwas umgebaut haben. Aber ja, mein Gott. Ihr seht es im Video. Oh, stimmt. Da. Ich hier. Da. Und Lisa, bist du auch dabei? Und Lisa ist auch dabei. Ich bin Lisa und ich bin auch dabei. An dieser Stelle enden eigentlich immer die Vlog-Aufnahmen, weil jetzt stressiges Gepacke ist. Aber ich habe mich jetzt entschieden, doch mal eine Aufnahme zu machen. Und ihr könnt jetzt den Marius dabei zu sehen, wie er den Van zusammenpackt. Man muss tatsächlich sagen, das Schwierigste fand ich heute, war die Fenster zu verdunkeln. Mirko hatte den Wunsch, dass wir irgendwie... Mirko? Ja. Mirko hatte den Wunsch. Was für einen Wunsch hatte ich? Dass wir im Dunkeln drehen können. Und ich habe gerade schon gesagt, ich fand, das war das Schwierigste heute auf jeden Fall mit der Verdunklung. Weil man hier eben so wenige Rigging-Möglichkeiten hat und die Fenster so leider sehr ungünstig mit der Rundung oben sind. Und das war ein bisschen tricky, aber hat gut geklappt. Ja, deswegen hole ich dich auch immer ran, ne? That's it, Leute. Du bist einer, der beschwert sich nicht, der macht. Ein Macher. Ich brauche einen Macher. Nee, ich beschwere mich und er macht. Okay, ja gut. Das kriegen wir auch noch raus. Nee, ich bin happy. Ich finde das Geile, das habe ich vorhin schon Lisa gesagt, in der Beleuchterrolle ist, also Filme machen ist ja immer problemlösen. Ne? Man hat immer Probleme und da muss man gucken, wie löst man die. Und im
die Pida seines ist ein ganz anderes Problem lösen als zum Beispiel im Beleuchter da sein. Wenn man irgendwie sagt, ja, ich muss das Fenster hier dunkel kriegen, dann hilft immer irgendwie Gaffer oder Nagel oder mehr Rigging oder so. Aber wenn man halt ein viel größeres produktionelles Problem hat, dann kann das halt schnell ausarten. Deswegen, ich find's nice, irgendwie Beleuchter-Ding Probleme lösen. Kann es sein, dass Beleuchten simpel ist? Weil das ist ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall anders. Also in der Form, wie wir es machen, ist es simpel, ja. Ganz einfach. Ich fand's aber, auch episch, als du gerade auf die Visa geschwenkt hast und dann die Turmo, boom. der Antagonist in den Vlog. So, traditionell musst du natürlich den Hashtag des Tages liefern. Ja. Kupfersaal ohne Haze ist trotzdem ganz nice. Nicht schlecht. Ja, geht. Ich übe noch. Mirko, vielen schön. Dank. Ja, danke euch, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö. Schönes Ende.